Es ist kein Wunder, dass die Harry Potter Saga auch nach vielen Jahren noch für viel Gesprächsstoff sorgt. Ein ganzes Jahrzehnt lang haben wir die Entwicklung der Geschichte im Kino miterlebt und so hat natürlich jeder Film seine ganz eigenen Anekdoten. Von gelöschten Szenen bis zu improvisierten Szenen, die so gut waren, dass sie im endgültigen Schnitt belassen wurden. Es war dunkel, ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe nur gehofft, dass sich einer von euch zeigen würde. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeige es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier erfahrt ihr, welche Szenen aus Harry Potter nur improvisiert wurden, aber auf die wir sicher nicht verzichten können. Draco Malfoy. Wenn es etwas gibt, das der Handlung Natürlichkeit verleiht, dann ist es die Improvisation der Schauspieler in einigen Szenen. Tom Felton ist ein englischer Schauspieler und Musiker, der für viele Fans einer der wichtigsten Bestandteile des Harry Potter Filmuniversums ist. Felton spielte Draco Malfoy, den berüchtigten Bad Boy, der in den ersten Filmen Harry Potter und seine Freunde quält. Zurzeit verbringt Felton die meiste Zeit mit Musik, obwohl er immer noch Zeit für gelegentliche Schauspielprojekte findet. Für Fans, die Harry Potter Filme lieben, hätte niemand die Rolle des Draco besser spielen können als Felton. Schließlich ist Draco Malfoy zu einem der beliebtesten Charaktere der Harry Potter-Reihe geworden, obwohl seine Gesamtbildschirmzeit in allen Filmen nur knapp eine Stunde beträgt. Ein Moment hat besonders dazu beigetragen, Draco Malfoys Platz in der Fangemeinde zu festigen. Eine Szene im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002. In der Szene nimmt Harry Potter auf magische Weise, dank Vielsafttrank, die Figur von Gregory Goyle an, einer von Dracos Freunden. Als Draco Goyle sieht, fragt er, warum er eine Brille trägt. Harry, der langsam in Panik gerät, sagt ihm, dass er die Brille zum Lesen braucht. »Ich wusste nicht, dass du lesen kannst«, antwortet daraufhin Draco. Wie Tom Felton Jahre später verriet, stammte diese Zeile tatsächlich von ihm selbst. Felton gab zu, dass dies einer seiner Lieblingsmomente in der Filmsaga war. Diesen Satz hatte er nur von sich gegeben, weil er seinen Text vergessen hatte und improvisieren musste. Der Tanz von Luna und Xenophilius. Dies war nicht das erste Mal, dass die Drehbuchautoren der Schauspielerin, die Luna interpretierte, freie Hand für ihre Figur ließen. Zur Erinnerung, die löwenförmige Kopfbedeckung für das Quidditch-Match und die seltsamen Ohrringe waren allein ihre Werke. In Die Heiligtümer des Todes sieht man, während der Hochzeitsfeier von Bill und Fleur, wie sich die Gäste amüsieren. Darunter sind Luna und ihr Vater Xenophilius, die in einem ziemlich bizarren, aber total Lovegood-artigen Stil tanzen. Dieser Tanz wurde von Ivana extra für diesen Anlass erfunden. Man merkt, wie sehr die Schauspielerin in ihrer Rolle als Luna aufgegangen ist. Dein Gefühlsreichtum passt ja auch auf einen Teelöffel. Gleich nach diesem Satz, dein Gefühlsreichtum passt ja auch auf einen Teelöffel, über Rons Gefühlswelt brach Hermine in Gelächter aus, gefolgt von ihren Freunden. Dieses Lachen war improvisiert, oder besser gesagt, es war völlig zufällig. Emma hat tatsächlich gelacht, als sie in die ernsten Gesichter ihrer Schauspielkollegen blickte. Und weil die Szene diesen Spruch eigentlich nicht beinhaltete, kann man die leicht zögerlichen Ausdrücke von Harry und Ron auch verstehen. Am Ende entschied Yates, die Szene so zu belassen und nichts zu schneiden, weil alles sehr natürlich wirkte. Crabbe steht auf, um zu applaudieren. Das Ende von Harry Potter und die Kammer des Schreckens war sehr emotional. Das Wiedersehen von Hermine und Harry und Ron und nicht zuletzt die Befreiung von Hagrid. Der von Robbie Coltrane gespielte Charakter ist eine der beliebtesten Figuren der Saga und wurde als Schuldiger für die Ereignisse im zweiten Teil angesehen, obwohl, wie wir wissen, ein Basilisk und ein Horcrux schuld waren. Als er also zurückkehrte und die große Halle betritt, erheben sich alle und applaudieren. Nun, außer den meisten Slytherins. Genau an dieser Stelle gibt es einen improvisierten Moment, der perfekt in die Szene passt. Crabbe, einer von Draco Malfoys Handlangern, steht auf, um auch zu applaudieren und Draco packt ihn und zieht ihn mit einem besorgten Gesichtsausdruck wieder runter. Wie sich herausstellte, war dieses Gesicht echt. Jamie Wylett ließ sich von den Emotionen des Moments mitreißen und Tom Felton hatte Angst, dass sein Partner die Szene ruinieren würde, denn Klatschen stand nicht im Drehbuch. Das Ganze war aber so witzig, dass es schließlich in den Endschnitt übernommen wurde. Dobby und Lucius. Nach einem intensiven Kampf gegen den mächtigsten dunklen Zauberer aller Zeiten und seinen riesigen Basilisken befindet sich Harry im Büro von Dumbledore.
Hier erfährt er, dass Dobby, der den ganzen Film über versucht hat, ihm auf seine Weise das Leben zu retten, der Hauself von Lucius Malfoy ist, dem Vater seines Erzfeindes aus der Schule, Draco. Er beschließt daher, den Elfen zu befreien, indem er ihm eine Socke schenkt. Das entfesselt natürlich den Zorn des blonden Todessers, der seinen Zauberstab zückt und drohend beginnt, den Todesfluch Avada Kedavra auszusprechen. Doch Dobby stellt sich prompt zwischen die beiden und wirft Lucius mit einem Zauber zu Boden, wobei er einen der mutigsten Sätze der ganzen Saga sagt. Sie werden Harry Potter auf keinen Fall Leid zufügen. Wollte Lucius Harry tatsächlich umbringen? Viele haben darüber gerätselt, aber eigentlich gibt es eine viel einfachere Erklärung. Als es an der Zeit war, den Zauber zu sprechen, konnte sich Isaacs nicht mehr daran erinnern, was im Skript stand und sprach einfach den einzigen Spruch, an den er sich erinnerte. Schließlich entschied sich Chris Columbus, diesen im Endschnitt zu übernehmen. Voldemort umarmt Draco. Ah, well done, Draco. Während eines kurzen Waffenstillstandes und nach Harry Potters Selbstopferung nähern sich Voldemort und seine Todesser den Mauern von Hogwarts, um seinen Sieg zu verkünden. Er fordert alle auf seine Seite zu kommen, aber niemand tritt vor. Es herrscht Stille. Die Familie Malfoy ruft dann Draco auf ihre Seite. Draco, der merkt, dass das falsch ist, tritt trotzdem aus der Menge der Hogwarts-Verteidiger heraus und geht zu seinem Vater und seiner Mutter. Doch Voldemort stellt sich ihm in den Weg und tut etwas Seltsames. Er umarmt Draco, was überhaupt nicht typisch für ihn ist. Und jeder, auch Draco, versteht das. Der junge Zauberer steht starr da, während Voldemort versucht, ihn zu umarmen. Diese Umarmung wurde von Ralph Fiennes, der die Rolle des Voldemorts spielt, improvisiert. Nicht nur die Charaktere des Films hatten Angst vor einer solchen Geste, sondern auch das Publikum, da man von Voldemort zu jeder Sekunde alles erwarten konnte. Hermine und Bellatrix. Hermine, Ron und Harry gelangen in das Malfoy-Anwesen, aber Harrys Gesicht wird von Hermine verzaubert, so dass er nicht mehr zu erkennen ist. Ron und Harry wurden dann in den Kerker geworfen und ließen zwangsläufig Bellatrix und Hermine allein. Lestrange ließ Granger dann auf den Boden fallen und begann, das Wort Schlammblut auf ihre Hand zu schreiben. Hermine schrie zu diesem Zeitpunkt laut, was Ron und Harry innerlich sehr verletzte, aber es gab keine Möglichkeit, ihrer Freundin zu helfen. Es stellte sich heraus, dass der Regisseur des Films, Emma Watson und Helena Bonham Carter, allein ließ, so dass sie sich ganz dem Schauspielen hingeben und sich nicht auf das Drehbuch konzentrieren mussten. Sie begannen zu improvisieren und spielten letztendlich diese grausame Szene, die wir alle kennen. Übrigens, nach der Szene fühlte sich Helena Bonham Carter so schuldig, dass sie sogar beschloss, Emma Watson um Verzeihung zu bitten. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass Helena Bonham Carter nach den Dreharbeiten etwas bereut hat. Bellatrix und Neville. Nur wenige in der Harry Potter Filmsaga haben die Dunkelheit und Grausamkeit ihrer Figur so sehr verinnerlicht wie Helena Bonham Carter, die gefürchtete Bellatrix Lestrange zum Leben erweckte. So sehr, dass es manchmal, nun ja, aus dem Ruder lief. In einer Szene in Harry Potter und der Orden des Phönix, als sie zum ersten Mal auftaucht, sehen wir, wie sie Neville Longbottom, Matthew Lewis, einen Zauberstab in das Gesicht hält. Laut Drehbuch sollte sie einfach nur bedrohlich gegenüber ihrer Geisel wirken. Aber die Schauspielerin ging noch einen Schritt weiter und steckte ihm am Ende den Zauberstab ins Ohr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Interview erzählte sie, 2007, ich dachte, ich könnte mit dem Zauberstab herumfuchteln, wie mit einer Art Wattestäbchen und sein Ohr reinigen. Eine Art von Folter. Aber leider bewegte er sich auf den Zauberstab zu, als ich ihn gerade in sein Ohr schob. Und der Stab hat tatsächlich sein Trommelfell beschädigt. Ist das nicht furchtbar? Ich habe ihn verletzt. Er ist so ein netter junger Mann, dass er mir nicht einmal gesagt hat, dass er etwa 3 Tage später tatsächlich innere Blutungen hatte. Tja, manchmal ist es keine gute Idee, vom Drehbuch abzuweichen. Hermine beim Händeschütteln mit Ron. Noch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens soll Hermine, zumindest im Buch, Harry und Ron eine Abschiedsumarmung geben. Im Film umarmt sie jedoch nur Harry und schüttelt Rons Hand. Rufen wir uns nochmal die Szene vor Augen. In der großen Halle sieht sie ihre beiden Freunde wieder und läuft voller Freude auf sie zu. Als sie Harry sieht, stürzt sie auf ihn und umarmt ihn überschwänglich, während sie, als sie Ron sieht, nur eine unbeholfene Geste zustande bringt und ihm freundschaftlich die Hand schüttelt. Es stellte sich heraus, dass es Emma Watson tatsächlich zu peinlich war, die beiden Jungen inmitten der Schauspielermenge zu umarmen, was zu dieser etwas komischen Szene führt, die die Beziehung von Hermine und Ron vorwegnimmt. Voldemorts Rede.
Auf dem Höhepunkt von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes hält Voldemort eine Rede darüber, dass sich alle ergeben sollen. Dabei ist die Reaktion auf seine Rede aller anderen Schauspieler tatsächlich sehr natürlich, was auf einen einfachen Grund zurückzuführen ist. Denn Ralph Fiennes hat 12 verschiedene Reden gehalten, um seine Schauspielkollegen immer wieder aufs Neue zu überraschen. Was genau ist die Funktion einer Gummiente? In Harry Potter und die Kammer des Schreckens entdecken wir, dass Ron Weasleys Vater ein ungewöhnliches Interesse an allen Dingen hat, die aus der Muggelwelt sind. Als er also Harry kennenlernt, interessiert er sich sehr dafür, wie bestimmte Dinge funktionieren, die in der magischen Kultur keinen Sinn ergeben. Am Set war der Schauspieler Mark Williams damit beschäftigt, Fragen aller Art zu stellen, die von Take zu Take variierten. Das Drehbuch wurde wieder einmal zugunsten des Charismas des Schauspielers beiseite gelassen, der sich immer mehr lustige Gegenstände zum Fragen suchte. Und es gibt einen lustigen Gegenstand, der es in den endgültigen Schnitt des Films geschafft hat. Was genau ist die Funktion einer Gummiente, fragt Arthur Weasley Harry. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!